Wir Kangaroos-Fans, willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz aus der Sporthalle in Stadtbergen. An meiner Seite, wie gewohnt, schon der Head Coach Emanuel, der Mentalcoach Wayne Chico Pittman und dieses Mal mit Basti Merz an meiner Seite. Ja, wir waren jetzt eine Weile nicht zusammen. Es sind einige Spiele vergangen, die liefen jetzt nicht immer sehr gut für uns. Leider hat man aus den letzten vier Spielen drei Niederlagen nehmen müssen, teilweise sehr enge Niederlagen. Und da stellt sich jetzt die Frage, vor allem an den Mentalcoach Wayne, wie schwer wird es diese Phase zu überstehen, gerade so kurz vor Weihnachten in der Winterzeit mit vielen grippalen Infekten, mit Verletzungen. Wie schwer wird es sein, die Mannschaft wieder on point zu bringen? Als meine Erfahrung als Trainer aus der Vergangenheit war so, dass sich in der Rückrunde sich immer ein bisschen der Spreu von Weizen trennt, welche Mannschaft es schafft, diese schwere Phase zu überstehen und einigermaßen gesund rauszukommen. Was musst du jetzt investieren? Ja, natürlich muss man jetzt mit den einzelnen Spielern, aber auch mit dem Team ins Gespräch immer mal wieder gehen, bestimmte Wiederholungen machen. Aber wie ich ja schon am Anfang der Saison gesagt habe, wir hatten ja fast 2,5 Jahre, waren wir ja nur mit Siege von einem Spiel zum anderen gewandert. Und jetzt muss man halt schauen, wie es mal ist, wenn man mal nicht gewinnt. Und das ist eine sehr, sehr gute Erkenntnis, die wir daraus ziehen können, weil jetzt ist es immer in der Pro B angekommen. Das heißt, der jeweilige einzelne Spieler muss jetzt die Pro B-Luft letztendlich nicht nur riechen, sondern er muss das Fliegen lernen. Und da sind sie natürlich gefordert, von sich aus dementsprechend auch zu zeigen, was sie noch aus sich rausholen können, um aus der Komfortzone rauszukommen. Aber nochmal, das Potenzial ist deswegen so gut, weil die drei nicht gewonnenen Spiele haben ja gezeigt, die waren ja immer knapp. Das heißt, trotz alledem haben wir ein ganz, ganz hohes Potenzial und das Selbstvertrauen muss man ihnen dann wieder geben. Und wenn sie das wieder zurückbekommen haben, gehe ich ganz, ganz gut und stark davon aus, dass sie letztendlich dann auch den einen oder anderen Sieg da einfahren. Ich bin absolut bei dir. Ich habe die Spiele ja mitverfolgt und gerade die erste Heimniederlage, ich glaube, nach langer, langer Zeit am 5. November gegen Karlsruhe, war auch ein Spiel, das ich als Sieg schon gesehen habe während der Partie. Dann eben knappe Niederlage gegen Bayern, knappe Niederlage gegen Coburg. Das spricht dafür, dass Potenzial da ist. Das muss jetzt vielleicht eine Wendung her, die kranken und verletzten Spieler zurück aufs Feld. Und dann wird es werden. Ich sehe da auch jetzt keine großartigen Schwierigkeiten, wieder auf Siegerstraße zu kommen. Ja, apropos Sieg, Emanuel, eine Frage an dich. Wie schaut es morgen aus? Ehingen war früher berühmt für eine Nachwuchsschmiede, damals noch mit dem Ralf Junge vorne dran. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren verändert. Ist das jetzt eine gewöhnliche Pro-B-Mannschaft mit Profis, deutschen Spielern oder ist das immer noch eine Nachwuchsmannschaft? Also zuerst muss man auch sagen, die sind von der Pro-A abgestiegen. Mhm. Sie haben schon Erfahrung auch in eine höhere Liga. Das darf man nicht vergessen. Aber wie du gesagt hast, es ist nicht eine ganz Nachwuchsmannschaft, so typische wie Bayern München oder Frankfurt. Die haben auch zwei Profispieler, eines Delgado, luxemburgische Nationalmannschaft, Point Guard, und Andre Nation, Amerikaner auf der Small Forward und Power Forward Position, richtig athletisch und schwer zu verteidigen. Und danach ja, kommen diese junge Spieler, 18 bis 22 Jahre alt, die sehr talentiert sind und ja, deswegen ähnlich wie wir, sehr ähnlich wie wir. Wir stehen auch mit dem gleichen Score am 7. Platz und hoffentlich mit unseren Fans werden wir diese zusätzliche Kraft haben, um den Sieg nach Hause zu holen. Genau, das ist etwas, was ich am Anfang erwähnt habe. Man hat so das Gefühl, dass man sie lange nicht mehr gesehen hat. Das Spiel gegen Ingen ist ja damals ausgefallen. Dann gab es ja dann gab es die Auswärtsspiele. Es war jetzt lange kein Heimspiel.
Und du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit zu uns ist da schon zu sehen. Wir sind auch eine sehr junge Mannschaft. Wird es taktisch was Besonderes gegen Sie geben oder versuchen wir immer unser Spiel denen aufzuzwingen? Oder sind Sie für etwas Besonderes? Ja, das, wann geht das live? Nein, ich meine im Sinne, gibt es Besonderheiten beim irgendeinem Spiel? Haben die etwas Außergewöhnliches, was die anderen Mannschaften zum Beispiel nicht gut suchen? Ja, gibt schon. Gibt es. Aber ich würde gerne nicht sagen. Also ja, sehr gut. Wir haben das analysiert. Und, sehr gut. Also wir sind sehr gut vorbereitet. Ja, wir sind gut vorbereitet. Wir haben ein Video auch heute, habe ich den Jungs geschickt. Sollten Sie das anschauen. Wir haben gestern auch Video geschaut. Verschiedene Videos haben wir mit Martin gemacht. Wir haben was vorbereitet. Jetzt hoffentlich werden wir fokussiert ins Spiel gehen und mit unseren Fans dann auch eine gewisse Energie auch am Feld zeigen und hoffentlich den Sieg bleibt dann in Leitershofen. Absolut, absolut. Ich habe jetzt das Training verfolgen können. Also man sieht auch, dass die Mannschaft sehr stabil und fokussiert wirkt. Also es ist zwar eine Spannung zu spüren, aber die ist sehr gesund, die Spannung. Also die Jungs gehen richtig zur Sache. Und an dieser Stelle auch eine Einladung an unsere Fans, morgen in Scharen in die Halle zu kommen. Noch einmal kurz vor Silvester. Apropos Fans, Basti, bist du es gewohnt, vor einer größeren Kulisse zu spielen bisher? Ist das für dich jetzt was Neues? Wirst du morgen etwas in deiner Spielweise vielleicht verändern müssen? Was kannst du der Mannschaft beitragen, damit das jetzt besser ausgeht als zuletzt? Also ich glaube, grundsätzlich bin ich es gewohnt. Und ich habe auch das Gefühl, also wenn man auf dem Feld ist, dann sieht man da nicht, was außenrum passiert und ist aufs Spiel fokussiert. Deswegen bekommt man das natürlich so ein bisschen mit, aber man ist trotzdem eigentlich so in seinem eigenen Tunnel. Mhm. Ich glaube, morgen ist generell wichtig, dass jetzt vor allem nach den Niederlagen dass da einfach die Positivität hochgehalten wird, dass selbst wenn es im Spiel nicht so gut läuft, dass da gezeigt wird, dass wir ein Team sind, wir zusammengehören, egal ob man jetzt auf der Bank ist oder am Spielfeld. Und dann, wie Emanuel schon gesagt hat, wir haben viel Video geschaut, viel Fehler analysiert. Da ist jetzt für jeden Einzelnen persönlich die Fehler zu minimieren und das besser machen, was man in den letzten Spielen falsch gemacht hat. Genau, und dann morgen ist es natürlich wichtig, wenn man aufs Feld kommt. Defense ist immer ein Punkt, wo man sich komplett reinschmeißen kann, alles geben kann und dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Etwas persönliche Frage. Dein Vater war ein berühmter Dreierschütze. Ich habe ja gegen ihn spielen dürfen. Du bist es das auch. Wirst du morgen deine Räume bekommen, einen Dreier zu werfen, mehr als bisher? Was glaubst du, wird irgendjemand dir das erlauben? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da schon mir so viel Ruf erarbeitet habe, vor allem in der neuen Liga. Ich werde auf jeden Fall bereit sein, zu werfen und dann werden wir sehen, ob ich die Chance bekomme oder nicht. Sehr gut, so muss es sein, immer positiv an die Sache rangehen. Genau, und deswegen wie immer an Any Given Saturday, ausnahmsweise morgen an Any Given Friday, hoffen wir auf die zahlreiche Unterstützung unserer Fans und auf einen Heimsieg und dann einen Start einer positiven Reihe, die uns nach vorne tragen würde, auf der Tabelle, in der Tabelle auch. Wir sind alle bereit, wir sind auch heiß darauf. Und freuen uns morgen auf. All the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call to quit, yeah.